Hallo, wir sind am Vortag der wohl entscheidenden Sitzung der Föderalismuskommission. Ich habe Sie ganz regelmäßig über den Verlauf informiert und ich habe immer wieder betont, dass es für unser Land dringend darum geht, einen großen Wurf hinzubekommen. Steuerautonomie, Zu- und Abschlagsrechte, Länderfinanzausgleich, Neugliederung der Länder, das waren die großen Themen, die die Föderalismuskommission hätte behandeln müssen. Leider ist das meiste davon schon vorzeitig im Papierkorb verschwunden. Die Mehrheit der Großen Koalition hat sich jetzt eigentlich auf ein Thema beschränkt, nämlich die Schuldenbegrenzung. Dies ist zweifellos wichtig, aber es reicht nicht. Und auch die anderen Themen, die vielleicht morgen verkauft werden, IT, andere Verwaltungsthemen, hätten von einer kleinen Beamtenrunde mindestens genauso gut wie von der großen Kommission gelöst werden können. Insofern ist die Föderalismuskommission eigentlich längst gescheitert. Morgen allerdings werden wir die Aufgabe haben, über eine Schuldenbegrenzung zu diskutieren. Alles, was bisher auf dem Tisch liegt, ist unbefriedigend. Wenn der Bund nur seine Schulden begrenzt, die Länder aber nicht mitmachen, würde dadurch im Rahmen von Maastricht sogar der Verschuldungsspielraum der Länder erhöht. Dies kann und darf nicht sein. Wir brauchen eine wirksame Schuldenbegrenzung für Bund und Länder. Und ich bleibe dabei, die beste Schuldenbegrenzung wäre ein prinzipielles Neuverschuldungsverbot. Wir sind es künftigen Generationen schuldig, jetzt endlich den Marsch in den Schuldenstaat zu stoppen. Sie können sicher sein, dass die FDP alles versuchen wird, morgen noch ein gutes Ergebnis hinzubringen. Eine wirkliche Schuldenbegrenzung. Wenn dies zu schaffen ist, werden wir dem zustimmen. Allem anderen allerdings können wir nicht zustimmen. Ich hoffe, dass ich Ihnen über gute Ergebnisse berichten kann.